Recht herzlich willkommen zur 31. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder im Spiel. Und zwar, ups, ein falscher Klick und schon sind wir da in irgendeinem Menü. Aber hier ist ja unser Problem im Dingens und ich denke, das werden wir jetzt schnell noch ändern, bevor da immer wieder der Busch steht. Irgendwann kommt das ja sowieso, dass er da ne stehen würde. Gute Frage wäre jetzt so. Einfach lassen, dann den dahin machen, ne? Und dann haben wir auf die Bushaltestelle damit ja verbunden. Dann gehen wir einmal in die Liste rein. Und dann haben wir den Markt mit Döbeln verbunden oder Döbeln mit dem Markt, ne? Döbeln Hafen. Markt, genau der Linie ändern. Und dann packen wir den da rein. Döbeln Waldweg Hafen, so wie der erste. Warte, da müssen wir 100% noch da reinmachen. Das war wieder falsch rum. So rum. Und löschen den ersten raus. Und fertig. So, jetzt sollte dann der Wagen, der Milch-LKW, sollte dann beim nächsten Mal hier, sag schon, passend fahren. Wo ist er denn? Habe ich ihn verpasst oder was? Oder? Ah, der war gerade am Markt. Jetzt habe ich gerade die Station erwischt. So, das ist der mit der Flüssigkeit. Und wenn ich den Fahrplan jetzt aufmache, sollte erst Döbeln. Ah, nee, nicht erst Döbeln stehen, erst Rathausstadt stehen. Das passt, dann sollte der auch an der passenden Stelle da stehen. Ne? Das ist etwas besser. So, das haben wir. Die Frage, wo ist das Schiff? Kam noch mal so eine Landzunge runter. Hier muss er vorbei, ne? Das müsste jetzt hier irgendwo eigentlich sein. Da ist es. Ja, das tut gerade so vor sich hin, ne? Gut. Das war die Geschichte mit der Milch. Die sollte dann aber auch auf Dauer funktionieren. Ja, was haben wir dann noch? Ist hier drüben noch irgendwas von Interesse? Hier haben wir eine Sehenswürdigkeit, ne? Wäre jetzt zu fragen, ob man da den Hafen erweitert. Dann können da noch welche hinfahren. Hier ist auch noch eine Sehenswürdigkeit. Aber sonst ist hier am Ende da nichts, ne? Nö. Das sind die einzigsten Sachen. Hier war ja nur die Milch. Das Vieh ist zwar da, aber es nimmt keiner ab. Das ist ja am Markt genauso. Ne, das war die Station, das war nicht der Markt. Der Markt ist das. Bier, Backwaren, Eier. Aber Eier, ja, wir können ja mal groß in der Großbäckerei war mal Geflügelhofer, nordischer Importeur wäre der. Was bringt der? Mandeln, Möhre und Südfrüchte. Südfrüchte. Okay, dann könnten wir eigentlich die Südfrüchte rüber schicken, ne? Das würde auch noch gehen. Die Südfrüchte würden auf dem Markt ja direkt verkauft werden. Der Rest steht hier jetzt nicht, oder? Mandeln nicht und Wafer auch nicht. Milch, Mandeln, Südfrüchte. Also Südfrüchte würden palettenmäßig rübergehen. Wäre jetzt hier auch machbar, ne? Würde, wenn ich das jetzt mal so sehe, schon im Einzugsbereich der Dingens stehen. Wir bräuchten hier noch nicht mal transportieren. Wird schon transportiert, oder? Also wir bräuchten nur drüben dann. Also hier ein Schiff einmal, ist klar. Das, was auch wieder ewig brauchen würde, kann man schon fast überlegen, einen Dock zu bauen hier unten noch. Und dann das Schiff lassen. Was hatten wir denn für ein. Hatten wir nicht noch ein zweites Schiff irgendwie so unterwegs? Gehen wir mal auf die Karte. Ist das schon mal angekommen? Nee, ne? Schiffe. Ne, da müssen wir wenn hier klicken, ne? Da ist aber keins drin. Den Viehtransporter hatten wir. Was wäre denn Viehtransport gewesen? Aber das war ein extra Schiff so hier, ne? Oder? Da
Da gab es ein extra Schiff für Vieh, ne? Das kann nur Vieh transportieren, ist klar. Jetzt hätten wir Südfrüchte, ne? Die sind da. Das Containerschiff oder dieses hier, ne? Dieses wird ja erstmal wahrscheinlich mit 140 Paletten erreichen, ne? Aber wäre dann zu überlegen, das auch noch da anzu wandeln. Okay, das ist natürlich definitiv sinnig, einfach aus dem Grunde, weil wir die Infrastruktur doppelt dann nutzen würden, ne? MS Milch wäre es dann, ne? Lass den mal starten. Den bauen wir auch noch um. So, und dann müssten wir hier noch ein Stück gut ein Paletten-LKW machen. Oh, hier unten wächst das Dorf oder was es auch immer ist, Stadt. Und hier Paletten, die Südfrüchte gerade auswählen. Da kann ja nichts schieflaufen, wenn Südfrüchte nicht nachher noch in den Kühl-LKW müssen oder sowas, ne? Nee, wird eigentlich so einer da reichen. Haben wir da noch einen auf Lager? Nein. Das würde der oder der bedeuten. 96 Cent, 1,28, 8 Paletten, 6 Paletten. 16 Cent die Palette und hier wären es 20 Cent. 21, 16, dann wäre der natürlich billiger, ne? Ja, und der fährt dann Linie auch Döbelnhafen Markt, ne? Starten wir den mal. Jetzt wird es dann schon eng da oben, ne? Ja. Aber läuft. Jetzt sollten eigentlich schon. Hat das Depot erreicht. Ach so, das war jetzt hier unser Viehtransporter. Okay. Dann lass den da erst drinne. Vielleicht ergibt sich da mal später was. Das sind die Südfrüchte. Mach mal zu und das können wir auch zumachen. Jetzt müssten hier schon anfangen, Südfrüchte sich auch einzulagern. 320 Paletten sind schon da, also die Kette steht und würde funktionieren. Das bedeutet jetzt, das Schiff muss nur noch kommen. Wenn das Schiff da ist, dann geht's hier weiter. Und der steht da schon und wartet. Ist dann die Frage, wo bleibt der zweite stehen, ne? Weil dann blockieren wir uns wieder. Die nächste Geschichte. Der bleibt jetzt da stehen. Der Bus, fährt er da hinterher oder nicht? Oder bleibt er auf der Straße hängen? Ja, dauert ewig, bis der Bus kommt, ne? Da ist er, aber der ist vorbeigefahren. Okay, er ist noch da, dann wieder da hinten, weil wir da mehrere Haltestellen haben. Also der stört jetzt nicht da, das ist gut. Beiden stören sich aber im Endeffekt gegenseitig. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo man sagt, lass uns das anders bauen, ne? Und zwar brauchen wir das, das. Ich mach's mal so. Bau den dahin. Dann ist das auch noch eins. Ich lösche den Zusatz jetzt. Diesen hier. Geht das? Nein, geht nicht. Würde aber über den gehen, so laut Michael. Passt. Und machen dann hier noch eine Straße rein, damit das wieder ordentlich ist, sag ich mal, ne? So und so. Dann haben wir hier eine Auswahl. Ne, Autobahn. Wo ist das Auswahlschild? Da. Das stellen wir dorthin. Und machen noch zwei Plätze dahin. Wer weiß, wie sich's ergibt, aber der zweite Platz könnten wir vielleicht eine Bushaltestelle besser machen, oder? Obwohl Bushaltestelle wird einer reichen, der fährt ja, ist ja kein Halteverkehr, ne? Bringt also nichts. Machen wir so. So, jetzt sollte das funktionieren. Wir könnten jetzt noch gerade den LKW, wartet auf freie Strecke, das ist er also. Können wir nochmal zurückschicken gerade. Und dann wieder hinschicken, ne? Dann sollte er eigentlich, aber er muss erst hinter dem Schild sein.
Dann müsste er einen anderen Bereich da nählen, ne? Passt das? Ich will es hoffen. Und jetzt müsste er eigentlich in irgendeine andere Lücke reinfahren. Macht er auch. Wunderbar, genauso ist es. Aber bitte nicht in die Bushaltestelle. Okay, das war jetzt doof dann, ne? Da lädt er doch gar nicht. Oder? Was macht dann der Bus, ist die Frage. Kommt der Bus? Müssen wir gerade abwarten. Wann kommt der Bus? Habe ich mich jetzt. Ja, mal schneller. Da ist er. Fährt jetzt nach drüben, fährt nach hier. Und wo fährt er hin? Er will da rein, denke ich, oder? Ist das egal? Nee, der fährt auch da rein. Hat er jetzt geladen? Das ist die Frage, ne? Ich glaube ja, weil einfach die ganze Bushaltestelle so angelegt ist. So, er fährt jetzt nach Altenau, aber er hat nicht alle mitgenommen, die hier sind, ne? Ne, vielleicht hat das auch nicht geklappt. Das gestaltet sich dann etwas schwierig. Das bedeutet dann, dass das nicht gut funktioniert. Müssen wir umbauen. Müssen wir umbauen. Machen wir so. So. Dahin. Dahin. Dann wären unsere Fahrstellen schon passend. Machen aber die Wegstrecke von dort nach da weg. Geht nicht, weil da jetzt einer steht. So geht's. Und dann hat er jetzt auch leider den. Sag schon. Die Ladestation auch gemacht. Kaputt. Weg. Machen wir weg. Das Zusatzschild muss weg. Wir müssen den Milchwagen da gerade wegschicken. Weil sonst funktioniert das nicht mit dem Abreißen, ne? Fahrplan einmal dahin. Fahren wir weg. Dann nehmen wir die Verbindung. Nee, das war verkehrt. Das ist richtig. Das dahin. Den Fahrplan wieder aufrufen und er soll kommen. Und machen da das Schild hin. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch genommen hat. Wahrscheinlich nicht. Spielt auch keine Rolle, weil ich sehe gerade, wir müssen das sowieso wegmachen. Das war jetzt ein freier Wegpunkt gerade nur, ne? Na komm, dann lassen wir erst nochmal rausfahren. Nehmen noch den zweiten in die Übersicht, denn es ist ja schon gegeben. Fahrplan. Der weg. Fahrplan ändern, er kommt wieder. Und da Fahrplan ändern, er kommt auch wieder. So, er fährt jetzt in den rein. Sollte es eigentlich so funktionieren, wie ich es vorhabe. Der LKW da und der zweite müsste jetzt da abbiegen, sucht sein Ausweichsignal und sollte hier stehen. Gut. Wunderbar, genauso war es gedacht. Und da kommt die erste Milch an, oder? Das heißt, der Milch-LKW sollte gleich fahren. Oder das war jetzt der. Na, der ist wahrscheinlich sogar, komm schon, falsch gefahren, ne? Flüssig, ne, das war die Milch, aber der, ja, ist wahrscheinlich doch falsch gefahren. Hätte ich aufpassen müssen, dass der darüber fährt erst. Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass der Stückgut gleich kommt, auch falsch fährt, ne? Komm, da gehen wir hier über die Linienverwaltung. Schiff. Milch haben wir den drinne. Das ist jetzt die Milch. Oder? Ne, das ist Stückgut.
Und er möchte bitte nach Döbel Nord Importeur da fahren, genau. Ja, da haben wir da gerade einen Fehler drin gehabt, ne? Und die fahren natürlich jetzt beide in die gleiche Richtung. Den machen wir da erstmal raus. So, dann ist der weg. Das Vieh fährt nicht mehr. So. Und der ist aber wahrscheinlich noch irgendwo hier hinten, ne? Mit dem Stück gut, oder? Da ist er wohl, ne? Ja, gut. Und der fährt diesmal zum Importeur da. Ja, dann hat das soweit geklappt im Endeffekt. Die Milch fährt jetzt darüber. Können ja mal gerade schneller laufen lassen. Oh, da steckt ein Zug fest. Jo, und wie man sieht, ist das ziemlich voll hier. Das würde bedeuten, wir werden in der nächsten Folge diesen Knoten auflösen. Die Milch sehen wir dann zwar auch, aber jetzt lassen wir sie gerade außen vor. Ich würde sagen, wir speichern hier ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.